Hallo und herzlich willkommen zu unseren OP-Picks im Patch 13.13. Wir beginnen direkt mit der Top-Lane, wie in den Tierliste auch. Es ist nichts Neues, aber wir haben mal wieder OP-Picks rausgebracht. Was ist in diesem Patch zurzeit absolut strong? Und dort haben wir jetzt wirklich nur Picks rausgesucht, die ihr einfach blank im Ranked spielen könnt. Ihr packt sie aus, spielt sie vielleicht ein paar Mal im Normal, je nachdem wie schwierig die Mechanics von diesem Champion sind oder wie komplex er ist, und dann ist Abfahrt. Auf der Toplane haben wir als erstes mal Klett. Klett super strong, hat bisschen mehr Winrate als Garen, ist aber nicht ganz so einfach, kann aber eigentlich super easy ausgepackt werden. Dann Garen, unser Pick des Patches, indem ihr einfach nur in die Q geht und Abfahrt schiebt. Ich habe es selber ausprobiert, weil ich in die ADC-Position nicht mehr beliebt habe und habe in den ersten 6 Games 5 gewonnen und in allen meine Lane gestoppt. Das einzige Problem, was Garen hat, ist, wenn er outscaled wird im Late und nicht an die Gegner hinkommt oder gut gekitet wird, habt ihr leider keine Chance. Sonst seid ihr aber ein absoluter Dominator. Dann habt ihr noch Renekton, der auch super strong ist und eher als Counter im Early Game zu Garen gespielt werden kann. Das ist eher ein Champion, mit dem ihr im Early auf jeden Fall die Lane gewinnen wollt, und wenn ihr eher ein Spieler seid, der die Lane immer gewinnt, dann ist Renekton super gut zum Dominieren und zum Carryen. Aber auch hier das gleiche Problem, im Late Game werdet ihr oft outscaled. Dann haben wir noch Dr. Mundo, ein Scaling-Champion durch und durch, ist im Early nicht schlecht, ist im Mid-Game nicht schlecht, ist im Late-Game eigentlich auch nicht schlecht, er ist zu jeder Phase stark, ihr dürft halt nur keine Wayne im Gegnerteam haben. Sonst ist dieser Champion echt Bombe. Die Champions schauen wir in dieser Folge nur kurz an, denn das ist meistens selbsterklärend. Wichtig ist hier eher nur eine Sache, die Items. Garen profitiert von diesen Items massiv, und ich würde sogar statt dem Deadman's Plate, was ihr als drittes Item bauen könntet, sofort swappen, wenn ihr carried, in irgendein AD-Item wie Phantom Dancer oder vielleicht auch Anti-Heal. Sonst ist bei Garen eigentlich alles selbsterklärend. Weiter geht's mit dem Jungle, und Jungle ist zurzeit eine massiv starke Position. Liegt aber auch daran, welche Champions man wie baut und wie man sie aktuell spielt. Und dort fangen wir direkt an mit Kayn, Rengar, ja eigentlich auch der Hecarim und der Kha'Zix. Brauchen wir gar keine Ausnahme machen, es sind alles zurzeit fast Assassin-Spieler. Den Kayn kann man super gut auf Assassin Kayn spielen, der richtig reinschallert mit dem Duskblade. Dann haben wir den Duskblade Rengar, den Duskblade Kha'Zix hinten dran noch und zwischendrin teilweise den Duskblade Hecarim, wobei man den eher mit einem Trinity Force bauen kann, einem Divine Thunderer oder was ich gerne mache, einfach dem Yumu's Ghostblade, was auch super gut reinhaut. Wichtig ist jetzt nur zu wissen, wahrscheinlich sind Kha'Zix und Rengar die vollen Assassins, die schwieriger zu spielen sind, auch vom Jungle Clear her. Kayn ist hier der einfachste, mit dem ihr am besten durchkommt und im Late Game relativ mobil seid, vor allem mit den Walls brutal. Und dann habt ihr Hecarim. Hecarim hat wahrscheinlich den besten Clear, ihr könnt, wenn ihr behind seid, noch am besten zurückkommen. Ihr seid am variabelsten vom Bild, weil ihr Tank oder Full AD oder einen Mischmasch bauen könnt. Ihr heilt euch super stark und ihr macht enormen Schaden. Und eure Ganks sind halt vor allem am Anfang easy. Ihr sprintet auf die Lane und ehet den Gegner, oder ihr sprintet auf die Lane ab Level 6 und ultet rein und dann zerhackt ihr den Gegner. Von dem her sehr, sehr geiler Champion. Was ist zurzeit der stärkste Build auf Hecarim? Wir haben uns hier für den Duskblade-Build entschieden. Ihr rusht das als erstes, holt euch aber davor noch eine Tier, damit ihr die direkt stacken könnt. Baut die dann aus zur Mana Mune, was dann zu Muramana wird, weil ihr mit Hecarim das Ganze super schnell stackt. Und danach baut ihr nochmal schnell ein wunderbares Item. Das wunderbare Spear of Sojin. Mit diesem Item werdet ihr Q auto-tacken und könnt direkt wieder Q'en, und ab da zerfresst ihr die Gegner. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen. In der Midlane hätten wir sau viele Champions reinpacken können, wir haben uns aber für die absolut stärksten entschieden. Vor allem zwei unterschiedliche Champions, weil man will nicht immer nur die gleiche Art von Champion fünfmal haben, sondern man will vielleicht die unterschiedlichen Spikes ausnutzen, die dann auch Spieler überraschen oder zerfetzen. Dafür haben wir einmal Akshan, einen krassen Assassin in der Midlane. Brauchen wir gar nicht reden, wenn der ins Spiel kommt und 2-3 Items hat und vorne liegt, dann kann er alles zerfräsen mit seiner Unsichtbarkeit, mit seinem Sprung, mit seinem Damage und seinen Stacks, das ist brutal. Und dann haben wir Aurelion Sol, genau das Gegenteil, der nicht unbedingt der Head kommen will, dem reicht es, wenn er farmt, dem reicht es, wenn er nach einer Zeit 2 Items kriegt, 3 Items kriegt und spätestens ab 4 Items halt anfängt, mehr oder weniger die ganze Rift zu dominieren. Ab dort brennt euch ein Laser einmal in die Hölle und zurück, und dann findet ihr euch wieder in der Base.
Und hier sehen wir es auch schon. Wenn wir uns Aurelion Sol genauer anschauen, dann sehen wir allein schon beim Bild, dass ihr Liandris geht, dann geht ihr in Rylaes, ihr baut euch auch eine Träne, die steckt ihr dann nach einer Zeit hoch und habt dann hier diesen wunderbaren Stab des Erzengels und so scaled ihr. Und wenn ihr nach diesen drei Items dann noch eventuell einen Rabadons baut oder weitere Scaling-Items, die man noch verwenden kann, auf ihn passt auch super ein Rod of Ages, dann ist das halt ein Champion, der relativ tanky wirkt, massiv viel Schaden macht und so viel Mana hat, dass der Strahl einmal von der Base bis in die gegnerische Base durchgezündet werden kann. Und das macht ihn so super stark. Es macht ihn so super stark und das Einzige, was ihr einfach an Problemen habt, sind Counter wie Assassins. Und dort unten seht ihr es, Fizz, Qiyana, Katarina. Versucht da, welche rauszunehmen, die vielleicht auch gerade Meta sind oder mehr in eurer Elo gespielt werden. Und dann solltet ihr mit Aurelion Sol ab dem Mid- und Late-Game richtig carry können. Im Early seid ihr dafür meistens ein Piece of Shit. Auf der Botlane hat sich zumindest zur Tierlist sehr wenig verändert. Super stark sind zurzeit Miss Fortune mit ihrem Lethality-Build. Dann haben wir einen Draven, der euch einfach straight up runterrennt. Und zum Schluss eine Kaiser. Bei Kaiser auch aktuell der spezielle Fall. Man baut Statics, man baut wieder sehr AP-lastig, was ihr aber in diesem Mixed-Build super viel Schaden zur Verfügung stellt. Und auch mit einem Sonyas sie sehr, sehr sicher spielen lässt. Sonst muss man leider sagen, solltet ihr euch gut überlegen, ob ihr ADC als Carry-Rolle in diesem Patch pickt oder in der aktuellen Meta. Ich persönlich habe surrendered, ich habe lange Botlane gespielt, wenig carrying können, selbst mit einer 16-2 Kaiser Games verloren und das darf in meinen Augen nicht sein und deswegen bin ich auf die Garen Toplane gewechselt und habe straight up 6 Games gespielt und 5 gewonnen und bin durch 3 Ligen durchgehüpft wie ein Viech. Schwierig, das ist aber League of Legends und jetzt schauen wir uns genau den Draven an. Was macht Draven so stark? Vor allem das Trinity Force und das erste Sheen in der Lane. Ab da wollt ihr Vollgas in den Gegner reinrushen und er zwingt auf jeden Fall einen Kill für euch. Wenn ihr das hinbekommt, dann solltet ihr relativ schnell Trinity Force kriegen können und dann räumt ihr alles ab. Baut einen Collector zwischendurch, da seid ihr relativ frei, aber Collector ist wahrscheinlich, wenn ihr gefeedet seid, einer der stärksten Items, um die Gegner komplett zu zerhacken und dann ein Blutdürzer, damit ihr auf jeden Fall die Lane wunderbar überlebt. Bei den Countern haben wir hier die highest rated Counter drin, das ist bei uns automatisch so. Für mich Seraphine, ja, super eklig. Miss Fortune, ja, weil sie einfach zurzeit zu stark ist. Katus, eher nein. Ein guter Kato-Spieler, ja, er nimmt euch hops, muss ich auf jeden Fall zugeben. Ich habe selber ultra viel Draven gespielt, habe fast 300.000 Punkte. Und wenn man gegen einen Kato spielt, der auf der Botlane das gut macht, der kann jedes Mal eine Q auf eure wunderbaren Äxte setzen. Heute ist wunderbar mein Lieblingswort. Aber ja, ein Katus kann euch da sehr abusen. Vor allem, wo eure Axt landet, drückt er die Q hin. Das reicht aus, ihr könnt nicht weglaufen und werdet dadurch massiv gepokt und normalerweise rausgenommen. Falls das wer noch nicht wusste, könnt ihr auch gerne mal Katus gegen einen Draven ausprobieren. Mal als Gegencounter. Letzte Lane, letzte Carry Champions und dort haben wir Brand, Annie, Soraka und Thresh. Am krassesten finde ich persönlich den Brand. Soraka ist zwar einfach nur nochmal viel OPer, wenn sie mit dem richtigen Team spielt, weil sie im Late Game alles hochheilen kann. Und da macht auch ein Brand nichts, weil wenn ein Brand seinen vollen Schaden reinböllert und hinten steht eine Soraka und macht Heilung, 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 ja, dann ist halt schade, bringt euer Brand Pick gar nichts. Deswegen Soraka auf jeden Fall der stärkste Champion zurzeit auf der Botlane, was die Support angeht. Trotzdem, bei den anderen, Brand macht super viel Schaden, kann die Lane richtig geil carryen. Eine Annie spielt nach dem gleichen Konzept, ist ein bisschen leichter, hat aber nicht so viel Flächenschaden wie ein Brand zur Verfügung. Und zum Schluss der Thresh, der alle drei Champions eigentlich super countert. Thresh ist dieser Overall-Champion, der relativ tanky wird, der super viel Fähigkeiten spammen kann, die Gegner immer CC'en, der Hook CC'et, die E CC'et, die Ultimate CC'et. Also das sind auf jeden Fall richtig geile Fähigkeiten. Und mit der Lantern könnt ihr eventuell Champions sogar noch rausholen. Vielleicht nicht einen Champion, der gerade die Brand-Ulti abbekommen hat, sonst brennt ihr euch selber nieder. Aber ihr habt natürlich eine super Option, jederzeit gewisse Ziele zu retten. Auf Soraka, wer hätte es erwartet, baut ihr das absolute Heilmonster. Ihr wollt schauen, dass ihr zu jeder Zeit selber genügend Leben habt, deswegen zum Schluss des Warmogs und aber dauerhaft den Gegner das Leben reinspammt. Bam, 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 bam. Egal, ob ihr Q trifft oder nicht, das ist spätestens ab Warmogs komplett egal und ihr heilt den Shit aus der Lane. Wichtig ist nur, Counter sind halt einfach volle CC-Maschinen, die auch in die Backline kommen. Ein Blitzcrank kann euch hooken, dann seid ihr dead. Einer Mumu kann sich zweimal reinziehen, also einmal auf den ADC, dann auf euch, dann ultet er. Schwieriges Teil und ein Maokrai kann euch halt einfach vor allem mit dem Poke am Anfang entgegenhalten, mit seinen Setzlingen und dann auch bei guten Engages euch ganz schön hops nehmen.
Deswegen vielleicht einen Champion davon bannen. In der Low Elo ist es meistens Blitzcrank, weil man das schlecht sidesteppen kann. Oder auch einer Moon. Der Rest sollte eigentlich selbstverständlich sein. Hier nochmal der gesamte Überblick, wo hier alle Champions aufgelistet seht. Meine Empfehlung in diesem Patch, pickt den Hecarim. Oder vielleicht den Garen. Das war's dann auch wieder mit den OP-Picks. Das Format kommt seltener, dafür versuchen wir in Patches, wo natürlich Champions komplett stark sind, genau diese rauszukristallisieren. Ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen. Geht ins Ranked, probiert die Champions aus und gebt uns gerne Feedback. Das war's weit von mir. Ich wünsche euch viel Spaß und Hashtag Stay Untiltable.